Am Beginn unserer Wettersendung können wir Ihnen diesmal ein seltenes Phänomen präsentieren. Einer unserer Zuseher hat im Lungau einen Schneeteufel beobachtet. Das ist ein Mini-Tornado aus Schneestaub, eine Art Windhose. Heinz Pettelin aus Lessach hat uns dieses Video heute geschickt. Auch Wetterexperten staunen bei solchen Bildern. Dieses Phänomen entsteht, wenn Windstöße aus verschiedenen Richtungen aufeinanderprallen und sich aufschaukeln. Dann tanzt der Schnee in die Höhe. Blauen Himmel sehen wir ab Mitte nächster Woche wieder, wenn sich das Hoch, das zurzeit über dem Atlantik liegt, bei uns durchsetzt. Der Ostersonntag bringt dichte Wolken und gelegentlich Regen- und Schneeschauer. In der Früh hat es -4 bis +2 Grad und die Schneefallgrenze liegt zwischen 400 und 600 Metern. Tagsüber steigen sowohl die Schneefallgrenze als auch die Temperaturen. 3 bis 8 Grad plus sind für morgen angesagt. Dichte Wolken, Schneefall und Wind in den Bergen morgen bei -6 Grad in 2000 Metern Höhe. Am Ostermontag bleibt es wechselhaft und kühl mit einem Mix aus Wolken, etwas Sonnenschein und Schneeschauern. Der Dienstag liegt vor allem über dem Norden eine Wolkendecke. Es gibt aber auch schon wieder ein bisschen mehr Sonne. Der Mittwoch soll trocken und wärmer werden. Verbringen Sie noch einen angenehmen Samstagabend. Auf Wiedersehen, bis morgen.